it's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. Und damit herzlich willkommen zum Vlogmas Tag 4, oder? Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Konsula Leonie ist schon fertig und liegt wieder im Bett. Wie ihr seht, sind wir nicht zu Hause. Wir befinden uns gerade, wie ihr vermutlich an dieser tollen Timelapse gerade erkannt habt, in Zürich. Und wir sind hier für eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Was genau das ist, erzählen wir, glaube ich, nachher. Eigentlich wollte ich nämlich die Kamera nur anmachen, um mit euch ein richtig cooles Spiel zu spielen. Was Leo und ich sehr gerne machen. Wenn eine Person Insta-Stories guckt, dass die andere Person dann raten muss, wer es ist. Ich würde sagen, Leo lässt ein bisschen laufen und wir können alle mitraten. Okay, ich gebe dir was Einfaches zum Anfang. Du musst es ganz laut abspielen, glaube ich. Ja, wir sind auf jeden Fall schon auf dem Weg zum Flughafen und sitzen im Auto, haben gerade schon gefrühstückt. Anna Johnson. Und Daria. Nee. Vicky Heiler? Heute kurzes Update aus der Küche. Kenne ich nicht. Doch, kenne ich, aber ich weiß nicht. Hey, so warte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Morning aus dem Hause Wand. So, ich habe mich schon fertig gemacht. Michi von What? Krass. Nie im Leben. What? Krass, die habe ich ganz anders in Erinnerung, die Stimme. This necklace, which is not mine. This one's mine, but this das one ist Anna, also Chacon Jolie. Ja. Dass ihr immer noch Apple Music für 3 Monate kostenlos testen könnt. 20% Ich weiß aber nicht, wer es ist. Und auch wenn ihr mal kriegt, krass, hätte ich auch nicht erkannt. Barbara, war das Barbara ja. Sophie? Wenn ihr vielleicht teilen würdet, damit sich vielleicht auch. Die Daywalk. Die erkenne ich doch. Ich krieg gerade wieder so viele Nachrichten, dass ihr euch auch mitteilen wollt, wie meine Tochter jetzt heißt. Ebru. Warte, ich weiß, wer das ist. Oh, wer ist das? Ich weiß das. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es eigentlich. Gabi. Ja. Diese Sprache ist einfach der Hammer. Das klingt alles so schön, finde ich. So nach unserem Gesinge und Rumgejammere, wie müde wir sind. Nee, eigentlich nicht. Gesinge? Wir haben noch gar nicht gesungen. Nee. Wer hat denn gesungen? Nee, keiner hat gesungen. Einen Tag können wir uns vielleicht mal zusammenreißen, aber auch nur noch 5 Minuten, glaube ich, bis das hier losgeht, weil dann geht das Gesinge wieder los. Wir stehen hier vorm Theater 11 in Zürich und wir dachten, bevor jetzt alles losgeht, erzählen wir euch mal noch ganz kurz, warum wir überhaupt hier sind, was wir hier machen, was der Plan so ist für heute. Wir wurden eingeladen nach Zürich für die Premiere von Miss Saigon. Das ist ein Musical, ihr alle wisst wahrscheinlich, dass wir große Musical-Fans sind. Obsessed, also wirklich. Totally, ja. Es gab kein Musical bisher, was ich nicht gefeiert habe. Manche halt ein bisschen mehr als andere, aber alle haben mich absolut umgehauen. Ja. Deshalb bin ich mir halt auch ganz, ganz sicher, dass uns auch das umhauen wird. Ja. Miss Saigon läuft jetzt bis Mitte Januar, glaube ich, in Zürich und danach kommen die für ein Gastspiel nach Köln. Und wir dürfen jetzt hier vorab heute die Premiere sehen. Ich glaube, es ist um einiges deeper, so um einiges ernster als die Musicals, die wir sonst gesehen haben. Aber auch darauf freue ich mich voll. Also ja, ich freue mich einfach mega. Und das Coolste an der Sache ist halt eigentlich, dass wir nicht nur auf die Premiere gehen dürfen, sondern dass wir jetzt vorab schon ganz viel hinter den Kulissen nicht nur sehen dürfen, sondern auch filmen dürfen. Wir dürfen sogar Ausschnitte filmen vom Musical. Wir dürfen Szenen, also wirklich auch Szenen auf der Bühne dürfen wir mitfilmen. Das darf man sonst eigentlich nie. Ist ja immer ganz striktes Verbot. Wir dürfen vielleicht sogar ein paar Darsteller interviewen. Dream come true. Dream come true. Wirklich absoluter Hammer. Und wir sind jetzt als allererstes mal bei der Pressevorführung. Presse, wie nennt man das? Sitzung. Ja. Also die Schweizer Presse ist hier und Wir. Und wir. Wir nehmen euch heute den ganzen Tag mit. Ich will euch alles zeigen. Ich bin so aufgeregt. Let's go. So ungewohnt, so ein Theatersaal, sich selbst zu filmen, aber auch vor allem die Bühne zu filmen, ist immer richtig illegal vor. We're gonna rehearse something very quickly with the orchestra. Das ist halt auch so witzig, weil ich meine, Lena meinte vorhin schon, sie wusste das nicht, dass du wusstest das nicht, dass das Orchester live spielt, ne? So unter der Bühne. Ganz früher wusste ich ganz das früher, nicht. Genau. Aber selbst wenn man es halt weiß, muss man sich halt immer wieder bewusst machen, weil man sieht es ja überhaupt nicht. Also während der Show sieht man das Orchester halt die ganze Zeit überhaupt gar nicht. Und jetzt bei dieser Probe sieht man es halt. Also man sieht halt den Dirigent, den Kopf vom Dirigenten, der so raushakt. Und wenn man von oben reinguckt, sieht man halt auch
Ja, also nur um das nochmal zu sagen, es kann ja gut sein, dass es viele Leute wirklich nicht wissen. Also bei Musicals gibt es halt immer ein Live-Orchester. Also die ganze Musik wird live gespielt. Und bevor ich das erste Mal im Musical war, wusste ich das nicht. Ich dachte einfach, die Musik wird halt eingespielt. Was das Ganze natürlich nochmal faszinierend macht, weil man sieht halt offensichtlich, dass es live gesungen ist. Aber es ist halt auch Live-Musik. Und das muss man sich halt die ganze Zeit bewusst machen, weil es macht das Ganze halt noch so viel faszinierender. Ja. So, also so sieht das aus. Hier ist die Bühne. Und hier unten drunter das Orchester. Jetzt gibt es Interviews. Wir sind ein bisschen nervös, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Das ist die Originalversion hier, also in the English. In the English, which we can very good. In the English is my thing. Also wir versuchen uns jetzt mal noch gute Fragen zu überlegen auf Englisch, aber vielleicht bleiben wir auch erstmal im Hintergrund. So, we have a YouTube channel, so we have a social media. Yeah. For you. Yeah. Okay. It's still like that. Is that okay? Yeah. What is like the most common question? Why is the show still, like, why is it so popular? That's like the most common question. What's your answer? My answer is that it's so relevant to the world today. It's about war, it's about motherhood, it's about sacrifice, and all those themes are in the world today. I think that's why it's so popular, because it's so relevant right now. Something more personal. What's your favorite musical? My favorite musical? Oh, that's hard. You're allowed to not say the same. Yeah. Maybe Singing in the Rain. That's like a musical that I grew up watching. And we were just talking about, very random, but what do you eat before a show? Because what do I eat before a show? Yeah. A lot of like veg, rice. I like rice. Meat. Yeah, it's all like healthy, like crazy healthy. But do you have a special diet, or do you just eat like that every day? Yeah. What I do is like eat like really clean Monday to Saturday, and then, well, actually it's different. So when on my day off, I like treat myself to some naughty things. Cool. Thank you. Das erste klang gut, aber das ist danach Grüezi gesagt. Es ist rapide abgesunken. Dann auf Felsenbühne. Ja. Immer in den Dialekt machen. Grüezi. Gibt's ja auch Fondue. Das war jetzt nochmal anders. Ja. War Dialekte. Können wir beide gar nicht. Dialekte-Channel. Machen wir Sächsisch. Na klar. Geht es nur noch? Nee, warte mal. Was soll ich denn sagen? Ich muss mir einen Satz sagen. Wir möchten ein Raclette essen. Wir möchten Raclette essen. Hanna, ich hätte gerne Käse-Raclette. Das wird's mein Hauptprogramm. Das war auch nicht so gut. Oh, ich stelle jetzt so gerne Käse-Raclette essen, gell? Ich stelle jetzt so gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das hört sich ein bisschen an wie deine Mama. Das ist auch Felsen. Ich möchte nur mal klarstellen, dass mir nicht denke, du, dass wir das kennen. Wir wissen ganz gut, dass wir das nicht kennen. Meine Oma lacht mich immer aus, wenn ich versuche, Felsisch zu reden. Ich kann das wirklich 0,0. Willst du mal erzählen, was wir machen? Weihnachtsmarkt! Schweizer Weihnachtsmarkt mit hoffentlich Schweizer Käsefondue und Schweizer Raclette. Wir reden eigentlich schon die ganze Zeit von nichts anderem, als dass wir unbedingt in der Schweiz dann Käsefondue essen müssen. Und dann kam uns die geniale Idee, das mit Weihnachtsmarkt zu verbinden. Dann haben wir gleich auch noch was gesehen. Und der Weihnachtsmarkt liegt hier auch noch am Züricher See. Den muss man auch gesehen haben. Wir haben jetzt nämlich noch ein paar Stunden Zeit, bevor heute Abend dann die wirkliche Premiere losgeht. Es gibt kein Fondue in der Fondue-Stüpli. Ja, es gibt erst ab 5:30 Fondue heute. Und wir müssen um 6 wieder am Hotel sein für die Premiere und wir müssen uns vorher natürlich noch umziehen, deswegen schaffen wir das, Leute. Das weigt halt auch schon alles. Ich glaube, wir müssen kurz in den Supermarkt. Dinge, die man tun muss, wenn man nur ein paar Schuhe mit hat und gleich wieder los muss. Und die sind nass geworden. Man föhnt seine Schuhe, weil mit nassen Schuhen losgehen, nie so geil. Hallo. Long time no see. So pretty. Ready? Nee, also weil bei mir klebt halt alles noch. Also ich warte jetzt noch auf deine Insta-Story. Ich sehe so ein bisschen aus wie aus so einem 50er-Jahre-Musical. Ja, es ist aber mega schön.
was ist da für Musik? Weiß ich nicht. Fällt mir, da fällt selbst mir spontan, wenn man solche Musik macht. Selbst mir fällt da spontan kein Song ein. Ein Kleid. Jetzt sieht man es richtig gut. Ist aus so dunkelblauem Samt. Wir müssen jetzt runter, ja. Ist von H&M. Aktuell erhältlich. Schuhe Vagabond. Hier liegt ein Tangle-Teaser im Regal. Und meine Chloe, die noch leer ist. Die muss ich jetzt noch füllen. Ketten. Miss Soma. Lippen. ASOS. Ach, nicht ASOS. Rimmel Kate 107. Und oben drüber so ein Lipgloss von Estee Lauder. Ich trage so einen fancy Jumpsuit hier, der aber leider, wie gesagt, an mir klebt. Also, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht, wenn Kleidungsstücke sowas tun. Also irgendwie manchmal, wenn die so elektrisiert sind, dann, ja, dann machen die halt genau das. Das sieht halt nicht schön aus. Meine Kette ist ganz neu von Wanderlust Company oder Wanderlust Co. oder so heißen die. Ringe sind von Macaro und von And Other Stories. Und dann trage ich dazu, man sieht das jetzt gar nicht so richtig, weil alles schwarz ist, Overknees, also Strumpfhosen und flache Overknees. Wir sollten erstmal sagen, wir sind wieder back in the hotel und... Das war so schön. Aber auch krass. Also das hat mich schon richtig heftig mitgenommen. Und es ist schon sehr intensiv. Es war auf jeden Fall harte Kost so. Ja. Also es war jetzt auf jeden Fall, es war kein Disney Entertainment, Halleluja, lalala Musical, ja, wo man rausgeht und sich so denkt, ich will gleich los dancen. Ja. Es war auf jeden Fall zum Nachdenken, aber gleichzeitig halt so... beeindruckend und so entertaining trotzdem. Ja, kann mich nicht an ein Musical erinnern, wo ich jemals so ein krasses Bühnenbild gesehen habe. Also nee, ich glaube, es war das krasseste Bühnenbild, was ich je gesehen habe. So crazy. Wir haben auch hier so 1000 Millionen Informationen, die ich über das Musical bekomme, die ich alles so krass spannend fand. Und da stand nämlich auch drin, dass es hier in Zürich mehr Lichtinstallationen gibt als am Broadway. Und da standen noch so krasse andere Sachen drin. Es dauert ungefähr 22 Stunden, die Show abzubauen und 3 Tage, um die Show am nächsten Ort wieder aufzubauen, wobei 24 Stunden am Tag gearbeitet wird. Es werden 104 Ladungen Wäsche pro Woche gewaschen. Das Beste kommt zum Schluss.
Miss Saigon spielt jetzt, glaube ich, 2 oder 2,5 Wochen in Zürich und im Januar wird es ein Gastspiel in Köln geben. Ich glaube, das haben wir am Anfang vom Vlog schon gesagt. Für alle Tickets, die während des Gastspiels in Köln verkauft werden, haben wir einen 20% Rabattcode, Rabattgutschein, Rabatt auf die Tickets bekommen. Und von Baby Promotion, also die Firma, mit der wir zusammenarbeiten für dieses Video, gibt es eigentlich nie Rabatte. Das ist eine absolute Ausnahme, dass das ermöglicht wurde und wir freuen uns halt mega, dass ihr jetzt auch davon was habt, also falls ihr euch für die Tickets interessiert natürlich. So, ich glaube, das war ein sehr, sehr, sehr langer Vlogtag. Good night, people from the Internet. Good night.